Lamaniten können uns nicht standhalten. Meine Freunde, kommt mit. Ich, Mormon, spreche zu euch. Und durch die Gnade Gottes, des Vaters und unseres Herrn Jesus Christus, nämlich wegen der Gabe, seiner Berufung für mich, ist es mir erlaubt, zu euch zu sprechen. Ich möchte zu euch sprechen, die ihr von der Kirche seid, die ihr die friedlichen Nachfolger Christi seid und die ihr genügend Hoffnung erlangt habt, durch die ihr in die Ruhe des Herrn eingehen könnt. Denn ich denke an das Wort Gottes, das da lautet, an ihren Werken werdet ihr sie erkennen. Denn wenn ihre Werke gut sind, dann sind auch sie gut. Gott hat gesagt, dass ein Mensch, der böse ist, nicht das tun kann, was gut ist. Denn wenn er eine Gabe darbringt oder zu Gott betet, so wird es ihm nichts nützen, wenn er es nicht mit wirklichem Vorsatz tut. Was heißt mit wirklichem Vorsatz? Eine bittere Quelle kann nicht gutes Wasser hervorbringen. Auch kann eine gute Quelle nicht bitteres Wasser hervorbringen. Ein Mensch, der ein Diener des Teufels ist, kann nicht Christus nachfolgen. Und wenn er Christus nachfolgt, so kann er nicht ein Diener des Teufels sein. Alles, was gut ist, kommt von Gott. Und das, was böse ist, kommt vom Teufel. Denn der Teufel lädt ein und lockt zu sündigen und beständig das zu tun, was böse ist. Aber das, was von Gott ist, lädt ein und lockt beständig Gutes zu tun. Darum ist alles, was einlädt und lockt, Gutes zu tun und Gott zu lieben und ihm zu dienen, von Gott eingegeben. Darum gebt Acht, dass ihr nicht etwa urteilt, das, was böse ist, sei von Gott. Oder das, was gut und von Gott ist, sei vom Teufel. Wie können wir richtig urteilen, um Gut von Böse zu unterscheiden? Es ist euch gegeben zu urteilen, damit ihr Gut und Böse unterscheiden könnt. Und wie man urteilt, ist, damit ihr mit vollkommener Erkenntnis wissen könnt. So klar wie das Tageslicht gegenüber der Nacht. Jedem Menschen ist der Geist Christi gegeben, damit er Gut von Böse unterscheiden könne. Darum zeige ich euch, wie man urteilt. Denn alles, was einlädt, Gutes zu tun und dazu bewegt, dass man an Christus glaubt, geht von der Macht und Gabe Christi aus. Darum könnt ihr mit vollkommenem Wissen wissen, dass es von Gott ist. Forscht,
eifrig im Licht Christi, damit ihr Gut und Böse unterscheiden könnt. Und wenn ihr alles Gute ergreift und es nicht verwerft, dann seid ihr gewiss ein Kind Christi. Wie ist es möglich, dass wir alles Gute ergreifen können? Gott weiß alles und er hat Engel gesandt, den Menschenkindern zu dienen und vom Kommen Christi Kunde zu geben. Und in Christus werde alles Gute kommen. Und Gott hat auch den Propheten verkündet, durch seinen eigenen Mund, dass Christus kommen werde. Und alles, was gut ist, kommt von Christus. Und nachdem er gekommen war, wurden die Menschen auch durch den Glauben an seinen Namen errettet. Und durch den Glauben werden sie zu Kindern Gottes. Und so gewiss, wie Christus lebt, hat er diese Worte zu unseren Vätern geredet, nämlich: Alles, was ihr den Vater in meinem Namen bittet, sofern es gut ist, und ihr voll Glauben darauf vertraut, dass ihr empfangen werdet, siehe, das wird euch geschehen. Aber wir sehen keine Wunder mehr. Haben Wundertaten aufgehört, weil Christus in den Himmel aufgefahren ist? Nein. Auch haben die Engel nicht aufgehört, den Menschenkindern zu dienen. Wie dienen uns Engel denn? Das Amt ihres Dienstes ist es, Menschen zur Umkehr zu rufen. Und das Werk der Bündnisse des Vaters, die er für die Menschenkinder gemacht hat, sicher zu erfüllen. Und Christus hat gesagt, wenn ihr Glauben an mich habt, werdet ihr Macht haben, alles zu tun, was mir ratsam ist. Und er hat gesagt, kehrt um, all ihr Enden der Erde, und kommt zu mir und lasst euch in meinem Namen taufen und habt Glauben an mich, damit ihr errettet werdet. Wenn dem so ist, dass alles wahr ist, und Gott wird euch mit Macht und großer Herrlichkeit am letzten Tag zeigen, dass es wahr ist. Hat dann der Tag der Wundertaten aufgehört? Oder haben Engel aufgehört, den Menschenkindern zu erscheinen? Oder hat er ihnen die Macht des Heiligen Geistes vorenthalten? Oder wird er es, solange die Zeit noch andauert oder die Erde noch steht oder es auf ihr noch einen Menschen gibt, der errettet werden soll? Durch Glauben werden Wundertaten gewirkt. Und durch Glauben erscheinen die Engel den Menschen und dienen ihnen. Denn kein Mensch kann gemäß den Worten von Christus errettet werden, wenn er nicht Glauben an seinen Namen hat. Darum, wenn dies alles aufgehört hat, dann hat auch der Glaube aufgehört. Wie können wir in diesen schweren Zeiten Glauben haben? Ich möchte zu euch reden über Hoffnung. Wie wollt ihr Glauben erlangen, wenn ihr nicht Hoffnung habt? Ihr werdet durch das Sühnopfer Christi und die Macht seiner Auferstehung Hoffnung haben, zu ewigem Leben erhoben zu werden, und dies wegen eures Glaubens an ihn, gemäß der Verheißung. Wenn der Mensch Glauben hat, muss er auch Hoffnung haben. Denn ohne Glauben kann es gar keine Hoffnung geben. Er kann nicht glauben und Hoffnung haben, wenn er nicht sanftmütig und demütig ist. Und wenn ein Mensch sanftmütig und von Herzen demütig ist und durch die Macht des Heiligen Geistes bekennt, dass Jesus der Christus ist, muss er Nächstenliebe haben. Und Nächstenliebe ist langmütig und ist gütig und neidet nicht und ist nicht aufgeblasen. Sucht nicht das Ihre, lässt sich nicht leicht zum Zorn reizen, denkt nichts Böses und freut sich nicht am Übeltun, sondern freut sich an der Wahrheit, erträgt alles. Glaubt,
alles, hofft alles, erduldet alles. Wenn ihr nicht Nächstenliebe habt, seid ihr nichts. Denn die Nächstenliebe hört niemals auf. Darum haltet an der Nächstenliebe fest, die von allem das Größte ist. Denn alles muss aufhören. Aber die Nächstenliebe ist die reine Christusliebe und sie dauert für immer fort. Und bei wem am letzten Tag festgestellt wird, dass er sie besitzt, dem wird es wohl ergehen. Betet zum Vater mit der ganzen Kraft des Herzens, dass ihr von dieser Liebe erfüllt werdet, die er all denen zuteil werden lässt, die wahre Nachfolger seines Sohnes Jesus Christus sind. Damit wir Kinder Gottes werden können, damit wir, wenn er erscheinen wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist, damit wir diese Hoffnung haben, damit wir reingemacht werden, so wie er rein ist. Amen. Amen.